Okay, du hast angesprochen, die Disziplin muss groß sein in der Mannschaft. Heißt aber nicht, dass du nur defensiven Fußball spielen willst, sondern auch offensiv. Wie schaut das konkret aus? Meine konkret mache ich mit Mannschaft, das ist klar. Aber wenn ich sage Disziplin, das ist eine ganz normale Sache. Das braucht man Disziplin, um Erfolge zu haben, Resultat zu haben. Fans brauchen keine Angst haben, das spielt Sturm nur defensiv. Du hast gesagt, dein Co-Trainer von Maribor möchtest du gerne nach Graz holen. Wie sieht das vom Verein aus? Ist der Verein damit einverstanden? Ist der Verein dem offen gegenüber? Verein Sturm? Ja, sicher. Dann hast du noch angesprochen, es gibt interessante Spieler bei Maribor, die eventuell, oder wo du dir vorstellen könntest, die nach Graz zu holen. Welche Spieler sind das genau? Ich habe so generell geredet, das sind bei Maribor sehr gute Spieler, das ist klar. Ich habe mit denen lange gearbeitet und sind wirklich Top-Spieler, aber über Namen oder über vielleicht irgendwelche andere Spieler reden wir in diesem Moment, wann ist alles fix. Eine persönliche Frage noch, ziehst du jetzt nach Graz? Ja, klar, klar. Bitte, gerne. Milanic hat gerade als Ziel angesprochen, sich für die Europa League zu qualifizieren. Wie ist das Ziel vom Verein? Das hat er zum Ausdruck gebracht. Also wir haben immer sportliches Ziel, einen Europacup-Platz zu erreichen. Das muss unser Anspruch sein. Ich hoffe, das wird auch in den nächsten Jahren so gelingen. Zum Thema Erwartungshaltung möchte ich nur zum Ausdruck bringen, dass die Euphorie, die jetzt durch die Rückkehr von Darko ausgelöst wurde, groß ist. Ich hoffe aber auch, dass damit verbunden ist, die Zeit und die Geduld, die notwendig ist, die richtigen Schritte für die Zukunft zu setzen. Welche Schritte werden Sie setzen, um Milanic den Rücken zu stärken? Nachdem ich selbst in den Gesprächen federführend mich eingeschalten habe, habe ich, glaube ich, auch klar zum Ausdruck gebracht, dass er der Wunschkandidat auf allen Ebenen ist. Ich glaube, das ist eine Rückendeckung und eine Stärkung, mit der er zuversichtlich hineingeht. Das, was positiv bei ihm ist, dass er das Standing hat aufgrund seiner Vergangenheit bei den Fans, in der Öffentlichkeit und, glaube ich, auch bei den Medien, und damit auch das Toleranzlevel höher ist bei Veränderungen und in einer Umbruchsphase, was die Mannschaft betrifft, von dem ich ausgehe. Jetzt hat Milanic gemeint, er möchte gerne seinen Co-Trainer von Maribor nach Graz holen. Wie steht der Verein dazu? Das hat er zum Ausdruck gebracht. Sein engstes Trainerteam muss er selbst bestimmen können. Das gehört immer dazu, zum Fußballgeschäft. Und er hat das auch hier in der Pressekonferenz angesprochen, dass es, glaube ich, mit seinem Verein Maribor nur ein Thema gibt. Wenn er das lösen kann, geht er davon aus, dass er als Co-Trainer hier bei uns beginnen wird. Die Vertragsdetails haben wir vorher natürlich schon geklärt. Danke. Danke.